Wenn man die Kaufmännische immer schneidet, fällt einem auf, wie ich jede Kaufmännische mit Hallo, mit in genau dem gleichen Tonfall beginne. Meine Kaufmännische trägt den Titel: Das war nicht Kommunismus, das war Stalinismus. Und die ist eigentlich, die ist motiviert durch so ein generelles Einstellungsding von mir, aber im Spezifischen motiviert durch einen Tut, der irgendwie vor ein paar Wochen durch meine Timeline ging, wo sich ein Mensch beschwert hat über, also in komplett anderem Kontext, über was er als Goalpost-Moving bezeichnet hat, dass diese Sozialisten immer, wenn man denen sagt, dass Sozialismus nicht funktioniert, sagen sie, das war nicht Kommunismus, das war Sozialismus, das war Stalinismus oder das war Sozialismus oder wie auch immer. Und der Mensch hat sich halt darüber beschwert, weil er meint, ja, aber ich will halt wissen, was hier, ne, was muss ich tun, damit du mir glaubst, dass Sozialismus nicht funktioniert, wenn nicht das. Das ist halt so alles so unklar. Und allgemein hört man immer mal wieder so diese Beschwerde, dass Sozialisten ja eigentlich nur Anti sind und aber keine wirklichen irgendwie Gegenvorwürfe haben. Und weil das so eine generelle Sache ist, die sich über das letzte Jahr oder sowas bei mir eingesetzt hat in den Kopf, wollte ich mal ein bisschen darüber reden, über was das eigentlich so heißt und warum ich eigentlich finde, dass ich die Kritik verstehe, die dahinter steht, warum aber diese Aussage durchaus meiner Meinung nach einfach korrekt ist. Einfach die einzig Art und Weise ist damit. Anyway. Zuerst eine kleine Publikumsumfrage. Wenn ich euch fragen würde, wie findet ihr den Kapitalismus? Seid ihr so dafür oder dagegen? Was ist so, wie ist so die Stimmung? Wer ist so für Kapitalismus, so grob im Großen und Ganzen irgendwie? Wer ist so gegen Kapitalismus? So zwei, drei Leute, so, und der Rest kann sich nicht so ganz entscheiden. Okay, cool. Nächste Frage: Was ist eigentlich Kapitalismus? Ruft einfach rein. Was ist Kapitalismus? Herrschaft des Geldes. Hervorragend. Existenz von Kapital. Cool. Das Streben der Wirtschaft nach größeren Profiten. So, nur für die Aufnahme, das wiederholen. Cool. Nächste Frage: Was ist eigentlich Kommunismus? Okay. Gemeinschaftlicher Besitz von Produktionsmitteln. Gute Antwort. Man merkt, dass da jemand zumindest mal randweise mit Marx in Berührung gekommen ist. Und was ist Sozialismus? Sowas Ähnliches. Cool. Ich finde das, also die Gesamtstimmung ist so ein bisschen gegen Kapitalismus. Wir haben so ein paar so vage Antworten zu was Kapitalismus eigentlich ist. Und Kommunismus und Sozialismus ist irgendwie so schwammig, irgendwie so das Gegenteil. Und das ist so ungefähr, wie es mir ging. Und deswegen finde ich das auch ganz hervorragend, dass genau das quasi rauskam. Ich habe mich irgendwie schon seit Ewigkeiten so grob antikapitalistisch gefühlt und fand irgendwie, ich wusste, dass ich irgendwie unzufrieden bin mit diesem Kapitalismus. Aber ich dachte halt, ist ja alles doof, weil wir hatten das ja mit diesem Sozialismus und in der UdSSR und das hat ja auch nicht funktioniert und so richtig und und dann habe ich dieses Buch gelesen. Und seitdem predige ich von der Kanzel an Leuten, dieses Buch zu lesen, weil ich dieses Buch ganz hervorragend finde. Das Buch heißt Capitalist Realism von Mark Fisher. Und Mark Fisher stellt eben die These auf, dass mehr oder weniger mit dem Fall der Sowjetunion und dahin eingehend auch mit dem Hochkommen vom Neoliberalismus, also von irgendwie Thatcher und Reagan und der Ideologie, dass irgendwie der freie Markt eben die einzige Alternative ist, there is no alternative, dass sich so ein bisschen einfach, nicht so ein bisschen, sondern relativ fundamental in unseren Köpfen eingebürgert hat, die Idee, Kapitalismus ist scheiße, aber ist halt das Beste, was wir haben und was soll man machen und so. Und das irgendwie, das zieht sich so durch alles durch und wir organisieren und mittlerweile auch unsere gesamte Gesellschaft kapitalistisch, also wir organisieren halt nicht nur irgendwie den Markt so, sondern wir organisieren auch zum Beispiel Forschungseinrichtungen so. Wir behandeln Mental Health, das ist für ihn ein großes Thema,
Man sollte dazu sagen, Mark Fisher hat sich ein paar Jahre nach diesem Buch selbst umgebracht, weil er halt schon ewig auch unter Depression litt. Es ist halt, er geht halt so weit zu sagen, selbst der Antikapitalismus selbst wird durch die Brille des Capitalist Realism gefiltert. Dass eben diese Vorstellung, so das wird auf den Punkt gebracht durch It is easier to imagine an end to the world than an end to capitalism. Dass wir einfach mehr oder weniger aufgegeben haben, die Idee, dass man den Kapitalismus als solchen eigentlich überhaupt loswerden kann. Und selbst Antikapitalisten filtern ihre eigene Anschauung mittlerweile dadurch, dass selbst Leute, die sich als antikapitalistisch bezeichnen, nicht mehr anstreben, den Kapitalismus abzuschaffen, sondern nur noch irgendwie Reform anzustreben, nur noch zu versuchen, die schlimmsten Auswüchse des Kapitalismus zu verhindern. Und das geht so weit, dass halt häufig antikapitalistische Aktionen an Consumerism quasi gekoppelt wird. Dass wir zum Beispiel so Sachen sagen wie Spenden, wenn du ein paar Schuhe kaufst, spenden wir ein zweites Paar Schuhe an Kinder in der dritten Welt. Oder Firmen, die gegründet werden und ihre Profite an Charity spenden und so. Das sind alles so. Mittlerweile ist halt selbst die antikapitalistische Bewegung so von dieser Denke durchsetzt, dass sie da nicht rauskommt. Und der sagt halt, er findet das halt problematisch. Und ich finde das auch problematisch. Und ich habe dieses Buch gelesen und mein Takeaway war so ein bisschen so, I'm in this image and I don't like it. Ich fühlte mich davon sehr widergespiegelt, weil ich auch ich habe aus meiner Schulbildung, ich meine, ich war nie wirklich gut in Geschichte und ich habe nie wirklich aufgepasst, aber ich habe auch mitgenommen, ja, das mit dem Kommunismus, das haben wir probiert in der Sowjetunion und das hat nicht funktioniert und jetzt ist halt Kapitalismus hat er gewonnen und so. Und ich wusste, hatte auch keine wirklichen Antworten. Und ich bin dann halt aus diesem Buch rausgegangen mit der Schlussfolgerung, ich will mich damit beschäftigen. Ich will versuchen, rauszukommen aus dieser Falle für mich selbst. Ich will für mich selbst zumindest in der Lage sein, mir eine Welt ohne Kapitalismus vorzustellen und ich möchte artikulieren können, warum ich glaube, dass es eine gute Welt ist und ich möchte artikulieren können, was ich damit meine. Und ich möchte rauskommen aus dieser Idee, Kapitalismus ist halt das Einzige, was funktionieren kann und alles, was wir tun können, ist zu versuchen, es einfach besser zu machen. Und der erste Schritt, wenn man das will, ist meiner Meinung nach, sich ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, was ist eigentlich Kapitalismus und was ist eigentlich Sozialismus und was ist eigentlich Kommunismus. Und für diese Zwecke ist quasi die, worauf wir uns jetzt gerade berufen, worauf ich mich berufe, die Namen hat man gehört, Marx und Engels, Man spricht immer vom Marxismus und man sagt immer marxistische Theorien und so und es ist nicht so ganz klar. Marx und Engels haben sehr eng zusammengearbeitet und Engels selbst hat immer gesagt, dass er ja gar nicht wirklich was dazu beigetragen hat, aber er hat schon sehr viel auch selbst geschrieben und es ist nicht so ganz klar, wie sich das verteilt. Deswegen versuche ich explizit zu sagen, es sind Marx und Engels, das sind diese beiden netten Leute da auf der rechten Seite, haben Mitte des 18. Jahrhunderts bis Ende des, Mitte des 19. Jahrhunderts bis Ende des 19. Jahrhunderts eben sehr viel Theorien dazu geschrieben. Und Marx definiert eben Kapital als Geld, das sich vermehrt, Geld, das arbeitet, und grenzt das damit ab gegenüber zum Beispiel, wenn ich einfach Geld auf meinem Bankkonto habe, dann tut das nichts, dann liegt das da einfach nur. Oder wenn ich irgendwie Gold nehme und das vergrabe, dann, ne, so. Er setzt halt das Kapital sehr eng dagegen ab, als Kapital ist Geld, welches dazu da ist, sich selbst zu vermehren. Und er beschreibt etwas, was er die kapitalistische Produktionsweise nennt, was daraus besteht, dass da existiert so ein, der Kapitalist und der besitzt irgendwie die Maschinen und die Rohstoffe und die Fabrik, besitzt der Kapitalist, und der Arbeiter verkauft eben, der hat halt nichts, der Proletarier hat halt nichts zu verkaufen außer seiner Arbeit, weil er halt selbst keine Produktionsmittel besitzt, mit denen er da irgendwie seine Schuhe machen kann oder was auch immer. Und deswegen verkauft er seine Arbeit an den Kapitalisten und wird dann dafür bezahlt. Und die Beobachtung, die Marx macht, ist, dass der Lohn vom Arbeiter gekoppelt ist an die Lebenserhaltungskosten. Du kannst halt jemanden nicht mehr weniger bezahlen, als er braucht zum Überleben. Und dann führt halt Konkurrenz auf dem Markt dazu, dass der Preis runtergedrückt wird. Deswegen ist der Lohn gekoppelt an die Lebenserhaltungskosten. Aber der Wert des produzierten Guts ist davon unabhängig. Das hängt ja davon ab, wie viel kannst du an einem Arbeitstag produzieren. Das heißt, die kapitalistische Produktionsweise ist spezifisch, dass der Lohnarbeiter
vermietet seine Arbeit für den ganzen Tag. Er schafft an diesem Tag aber mehr als er erschafft mehr Wert als der Wert, den er braucht, um zu überleben, der sein Lohn ist. Und die Differenz aus beidem ist eben der Mehrgewinn, der Mehrwert. Und der Mehrwert geht eben an den Kapitalisten. Und so erzeugt der Kapitalist, so wird Kapital geboren, indem der Kapitalist eben sein Geld benutzt, um Produktionsmittel zu besitzen. Und dann wird daraus mehr Geld, indem er den Mehrgewinn abschöpft aus der den der Arbeiter erzeugt aus seiner Arbeit. Und Marx sieht das grundsätzlich als exploitativ. Der andere für uns gerade sehr relevante Aspekt von marxistischer Ökonomie, ein Problem, by the way, ich bin unstrukturiert, ist, wenn man vom Marxismus redet, kann das immer ganz viele unterschiedliche Dinge bedeuten, weil es kann halt sowohl bedeuten, seine spezifische kommunistische Ideologie und es kann bedeuten, sein spezifisches kommunistisches Programm und es kann aber auch bedeuten, seine Ökonomie, seine ökonomische Theorie. Er hat halt das Kapital geschrieben und das ist halt ein Volkswirtschaftslehrenbuch. Und es kann aber halt auch bedeuten, und ein sehr wichtiger Aspekt ist eben, was sich historischer Materialismus nennt, für Marx und Engels war, die haben eingeführt als ein wesentlicher Beitrag zur ökonomischen Theorie den historischen Materialismus, der daraus besteht, sich historische gesellschaftliche Entwicklung aus der Linse der materiellen Verhältnisse anzuschauen. Spezifisch ist die Hypothese von Marx und Engels, dass die großen Gesellschaftsumschwünge passiert sind, weil sich Produktionsweisen verändert haben. Das heißt, für Marx, aus marxistischer Sicht, ist zum Beispiel die Änderung vom Feudalismus zum bürgerlichen Kapitalismus ausgelöst durch eine Änderung der Produktionsweisen. Dadurch, dass immer mehr Leute in die Städte gewandert sind und Fabriken gebaut haben, haben sich diese Leute, die damit in den Fabriken gearbeitet haben, die Bourgeoisie, die bürgerliche Revolution herbeigeführt, um den Feudalismus abzuschaffen und damit die Means of Production an sich gerissen. Das heißt, aus marxistischer Sicht ist irgendwie sowas wie die Abschaffung des Feudalismus nicht eine Konsequenz aus der Erleuchtung oder eine Konsequenz aus religiösen whatever, sondern es ist eine konkrete eine Konsequenz aus der fortschreitenden Industrialisierung. Und das ist tatsächlich egal, was man von seiner Ideologie hält, das ist quasi ein Beitrag zur Volkswirtschaftslehre, die Marx geleistet hat, die heutzutage auch, wir schauen da so drauf. Also wir schauen da nicht so simpel drauf, weil Truth resists simplicity, aber es ist halt eine Linse, aus der wir tatsächlich auf das Weltgeschehen draufblicken. Mit all dieser Vorarbeit können wir jetzt definieren, was Kapitalismus ist. Kapitalismus ist ein System, in dem die Produktionsmittel, die Means of Production, durch private Personen kontrolliert werden, das sind unsere Kapitalisten, in der Lohnarbeit die überwiegende Norm ist, das heißt, in der die meisten Menschen eben leben als ein ich gehe zur Arbeit und werde dafür bezahlt als Angestellter und nicht als ich besitze meine eigenen Produktionsmittel und stelle Dinge her. Und der erwirtschaftete Wert, der Mehrwert, geht eben an die besitzende Klasse, an die Bourgeoisie in dem Fall, an die bürgerliche besitzende Klasse. Und die Verteilung geschieht über einen Markt. Die freie Marktwirtschaft ist immer Teil des Kapitalismus. Und das heißt, wir haben hier n wichtige Aspekte. Wer kontrolliert die Produktionsmittel? Wie wird produziert? Das Angestelltenverhältnis. Wer kriegt den Mehrwert, der durch die Produktion erzeugt wird? Und wie verteilen wir Güter? Ne? Sozialismus ist der Gegensatz davon, der Sozialismus ist ein System, in dem die Produktionsmittel überwiegend unter sozialer Kontrolle stehen. Was soziale Kontrolle heißt, das ist so ein bisschen mein Punkt. Und in dem der erwirtschaftete Wert an die Arbeiterklasse geht, im weitesten Sinne. Und mein Punkt ist ein bisschen, wenn man sich diese beiden Definitionen anschaut, ist eine Sache, die sehr hervorsticht, ist, dass die zweite der breiter ist. Ne? Weil was heißt sozial? Das kann erstmal viele Sachen heißen. Beim Kapitalismus ist das relativ klar. Da existieren so Privatpersonen, denen gehören so Firmen. Was heißt sozial? Die Definition vom Sozialismus legt sich zum Beispiel nicht darauf fest, dass kein Markt existiert. Oder dass ein Markt existiert, da ist der frei. Das heißt, der Begriff Sozialismus ist
relativ offen, verhältnismäßig offen. Und deswegen kann Sozialismus kann viele Dinge heißen, viele verschiedene Dinge. Genauso wie for what it's worth, Kapitalismus hat halt auch Nuancen. Ne? Genau, sozial kann heißen irgendwie staatlich, kollektiv, genossenschaftlich. Das kann halt viele Dinge heißen. Aber im Wesentlichen ist eine der, muss es sich um eine Gruppe von Menschen handeln und es muss in irgendeiner Weise der Gemeinschaft zugutekommen. Dann reden wir jetzt über eine spezifische Form des Sozialismus, den sogenannten Marxismus-Leninismus oder im Deutschen meistens einfach nur Leninismus, glaube ich. Der wurde entwickelt aus Marxes Theorien von diesem netten Menschen, der heißt Lenin. Marxismus-Leninismus ist eben geboren aus der Situation, dass sowohl Marx in seinen späteren Jahren als auch Lenin haben halt beobachtet, wie mehrere kommunistische Revolutionen gescheitert sind. Sie sich mit der Frage konfrontiert sahen, wie können wir eine kommunistische Revolution erzeugen in den Umständen, in denen wir leben. Und der Vorschlag, den Lenin eben gemacht hat, ist, wir bilden eine Vorreiterpartei, eine Vanguard Party. Und die Vanguard Party macht die Revolution und übernimmt die Regierung im Namen des Proletariats. Sie richtet dann einen Einparteienstaat ein. Das heißt, ein autoritären, wir diktieren von oben runter, was los ist, Staat. Die Produktionsmittel werden zentral verwaltet. Das ist zentrale Planwirtschaft. Das heißt, der Staat sagt, wer wie viel bekommt, so mehr oder weniger, und wie viel wovon produziert wird. Wir unterdrücken aktiv Konterrevolutionäre. Wir unterdrücken aktiv Leute aus nicht proletarischen Klassen. Wir unterdrücken aktiv Adelige, wir unterdrücken aktiv Kapitalisten, weil wir verhindern müssen, dass die Konterrevolution starten, dass die halt eben unsere kommunistische Revolution wieder rückgängig machen. Und das ultimative Ziel des Marxismus-Leninismus und des Marxismus ist die Beendigung aller Klassen- und Herrschaftsverhältnisse in einer kommunistischen Gesellschaft. Das heißt, die Idee ist, ultimativ wollen wir dahin kommen, dass wir gar keinen Staat mehr brauchen oder dass der Staat nur noch Produktionsmanagement macht. Nachdem erstmal die Arbeiter an der Macht sind, werden sie automatisch Klassen abschaffen als die größte Klasse und als die ursprünglichen Erschaffer von Wert sind. Und das ist so ein bisschen so, das kommt alles so ein bisschen aus so Marxes Anschauung. For what it's worth, das ist etwas, Sternchen, Fußnote hat sich jetzt als nicht so furchtbar wahr herausgestellt. Das ist halt Leninismus. Und dann gibt es irgendwie den Stalinismus und den Maoismus und dann gibt es irgendwie in Kuba und in Nordkorea Kommunismus. Und eine Sache, die man betonen sollte, finde ich, ist alles, immer wenn wir heute über die kommunistischen Staaten reden, was man so im Kopf hat, es sei denn, man ist sehr gut informiert, das sind alles marxistisch-leninistische Systeme oder Abkömmlinge von marxistisch-leninistischen Systemen. Das heißt, die kommen alle her aus einer spezifischen Form des Leninismus, des Sozialismus, welche ein explizit autoritäres Programm fährt, die explizit sagt, wir führen eine Diktatur des Proletariats ein, wir unterdrücken aktiv Leute, die nicht unserer Meinung sind. Während Lenin immer noch irgendwo so die internationale Arbeiterbewegung im Hinterkopf hatte, hat Stalin auch sehr aktiv gesagt, so nee, wir orientieren uns sehr nationalistisch. Und wir machen den Einstaatensozialismus. Bis dahin, also die meisten Sozialisten, insbesondere auch Marx und Engels, haben halt geglaubt, wir brauchen halt eine Weltrevolution, wir brauchen halt den Sozialismus überall auf der Welt, bevor wir den Kommunismus einführen können. Stalin hat relativ aktiv gesagt, so nee, wir machen jetzt einfach unser eigenes Ding. Und deswegen ist so, wann immer wir uns darüber unterhalten, über wir haben das mit diesem Sozialismus mal probiert, sind die Systeme, über die wir reden, zur überwiegenden Mehrheit, also über die Leute so reden, die den Leuten so bewusst sind, das sind alles Systeme, die aus diesem einen spezifischen Branch des Sozialismus kommen. Und es gibt aber halt auch andere Arten von Sozialismus. Ich meine, die Sowjetunion hatte irgendwie zentrale Planwirtschaft. Die Idee der dezentralen Planwirtschaft, die halt auch eine Planwirtschaft ist, aber dezentral geplant wird. Das heißt, du hast quasi eine Hierarchie von kleineren Untereinheiten, die sich halt untereinander auf tieferer Ebene austauschen.
Und es gibt den Marktsozialismus, da werde ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, weil es sich herausstellt, ich bin ein bisschen Fan. Und es gibt, was sich sozialistische Marktwirtschaft nennt, was ein bisschen umstritten ist, was die Volksrepublik China tut. Die Volksrepublik China hat auch ein einparteien-kommunistisches Parteiensystem, aber arguably sind sie nicht mehr sozialistisch. Aber sie argumentieren schon und so, man streitet sich ein bisschen. Und Anarchie ist eine Form von Sozialismus und es gibt irgendwie mehr, aber ich habe halt auch keine Ahnung. Ich habe ja auch erst kürzlich angefangen, mich mit dem ganzen Kram zu beschäftigen. Und das ist alles so furchtbar, 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 jetzt wirklich aufzudröseln, wie irgendwie demokratischer Sozialismus und Sozialdemokratie und Marktsozialismus, wie die jetzt, sich jetzt wirklich unterscheiden. Aber ich habe mein eigenes präferiertes Modell und ich dachte, ich rede darüber, das ist das, wo ich gerade so, das ist mein. Ich möchte mir ein sozialistisches System vorstellen können. Meine Antwort auf Capitalist Realism ist genau diese, weil ich finde, dass sie einfach sich, ich kann sie mir vorstellen. Und sie ist einfach zu vermitteln, was ich meine. Wir schaffen Kapitalgesellschaften ab. Also wir schaffen die AG ab und wir schaffen die GmbH ab. Oder wir ersetzen sie vorwiegend durch Genossenschaften als primäre Rechtsform. Das heißt, Arbeiter halten unveräußerliche Anteile an einer Genossenschaft. Du kannst in einer Genossenschaft, wenn du arbeitest, kannst du mitstimmen, wenn du nicht arbeitest, kannst du nicht mitstimmen. Punkt. Sonst bleibt im Wesentlichen die Struktur gleich. Wir haben einen Vorstand und wir haben einen Aufsichtsrat und wir haben eine Generalversammlung. Also das ist dann keine Aktionärsversammlung mehr, sondern eine Generalversammlung oder eine Vertreterversammlung, eine irgendwie demokratisch organisierte, ein demokratisch organisiertes Gremium für die Arbeiter dieser Firma. Und alles, was so an Profite anfällt, würde ich erstmal sagen, schütten wir an die Arbeiter aus. So. Und abgesehen davon bleibt alles beim Gleichen. Wir benutzen den gleichen Markt, den wir heute nehmen. Wir haben einfach Genossenschaften, die am Markt konkurrieren und nicht mehr Aktiengesellschaften. Der Finanzmarkt wird natürlich anders sein, weil du auf einmal nicht mehr in Equity handeln kannst, weil es existieren keine AGs mehr. Das heißt, du kannst nicht mehr in Aktien handeln. Ach so, so als Notabene bin ich dann auch noch für 100% Erbschaftssteuer mit irgendwie großzügigem Freibetrag. Und einer progressiven Einkommensteuer, aber ich meine, das ist notabene. Der sozialistische Teil ist eben der erste Teil. Wie gesagt, für mich ist das der Grund, aus dem ich das so ausführe, ist, ich kann mir das vorstellen. Und es erfüllt die Definition eines Sozialismus, weil eben die Produktionsmittel in Arbeiterhand sind, weil alles ist eine Genossenschaft. Die Leute, die auch wirklich den Wert erzeugen, sind die, die davon profitieren. Und die sind die, die auch kontrollieren können, was damit geschieht. Das heißt, du hast halt nicht irgendwie Milliardäre, die so eine Firma kaufen und irgendwie 70% der Leute entlassen und diese Firma global an die Wand fahren und auf einmal existiert diese Plattform nicht, was eigentlich schade ist. Es sei denn, die Mitarbeiter wollen das so. Und das heißt, es ist für mich ein sozialistisches System, was ich Leuten verkaufen kann, wenn sie mich sagen, ja, aber was wollen wir denn sonst als Kapitalismus? Kann ich sagen, das? Das ist etwas, was ich dir erklären kann. Und wir können uns dann darüber unterhalten, ob das gut oder schlecht ist und was daran gut ist und was daran schlecht ist. Es löst offensichtlich nicht alle Probleme, ne, weil es hat immer noch den Markt und der Markt an sich führt bereits zu Problemen mit Zentralisierung und sowas potenziell. Und ich habe auf manche dieser Fragen habe ich Antworten und auf manche nicht. Aber für mich ist zumindest jetzt erstmal so, ich habe jetzt eine Antwort. Ich habe jetzt etwas, was ich Leuten sagen kann, wenn sie sagen, aber wenn du Antikapitalist bist, was willst du denn dann? Habe ich eine Antwort, die ich denen geben kann. Und dann habe ich jetzt noch so ein paar Empfehlungen für, wenn ihr irgendwie lesen wollt. Das sind Dinge, die ich gelesen habe oder vorbereitet zu lesen zu diesem Thema. Das eine ist Rebecca Giblin und Cory Doctorow, Chokepoint Capitalism. Ist etwas, was ich insbesondere dieser Gruppe sehr empfehle, weil es aus Sicht dieses Vortrages sehr zentrisches Buches, weil sie eben Reformen vorschlagen, aber es bezieht sich auf ein Thema, welches uns sehr nahe liegt, und zwar geht es in dem Buch um die Frage, wie Big Tech den kreativen Markt angefangen hat zu monopolisieren, aufzuteilen und zu ruinieren, wenn man mal ehrlich ist. Und ich mag dieses Buch, weil man dafür nicht vor, man muss nicht voreingenommen, man muss keine linken Vorurteile haben, um dieses Buch zu lesen und danach pisst zu sein. Und wenn man das gelesen hat, dann würde ich vielleicht empfehlen, Capitalist Realism zu lesen, weil wenn man das liest und pisst ist, dann wird man dadurch depressiv und noch ein bisschen pisst und hoffentlich radikalisiert, so wie ich. Und wenn man dann das Gefühl hat, ah, jetzt will ich mal so einsteigen,
hat China Miéville, ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, ein Buch geschrieben, A Spectre Haunting on the Communist Manifesto, was ich eine sehr hervorragende Einführung finde. Er nimmt das Kommunistische Manifest von Marx und Engels und analysiert das aus kontemporärer Sicht. Das heißt, er setzt es in historischen Kontext, er kritisiert es und er analysiert quasi, welche Lehren wir heute noch daraus ziehen können. Und reproduziert es dann auch. Und dann kann man auch das Kommunistische Manifest lesen. Das ist auch nicht lang, das kann man auch mal so lesen. Sonst habe ich vorzulesen und noch nicht gelesen, Elena Ostrom, Governing the Commons. Das wurde mir empfohlen und klingt gut. Da geht es irgendwie um kommunales Management von Ressourcen. Im Fiction-Bereich Ursula K. Le Guin, The Dispossessed, habe ich auch schon mehrfach erwähnt und mehrfach empfohlen, ist meiner Meinung nach ein hervorragendes Buch. Das ist Fiction und das hat eigentlich nicht furchtbar viel hiermit zu tun, außer dass sie das Thema behandelt. Aber es ist, finde ich, gute Fiction. Anyway, und dann entlasse ich euch mit dem Kampfspruch aus dem Kommunistischen Manifest, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Okay, Fragen? Ja, die Frage war, derzeit sind wir ja sehr auf den Klimawandel konzentriert und sollten auch sehr auf den Klimawandel konzentriert sein und da kommt der Klassenkampf ja eher, steht der Klassenkampf ja eher hinten an. Meine Meinung dazu ist, das schließt sich ja nicht aus. Ich persönlich glaube, dass während nicht alle Klimaeffekte, es ist nicht notwendig, den Kapitalismus abzuschaffen, um den Klimawandel zu bekämpfen, aber es würde helfen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass, ich kann keine Aussage dazu treffen, was die höhere Priorität sein sollte, weil meiner Meinung nach sollte gleich beides passieren. Meiner Meinung nach ist extraktiver Kapitalismus eine der Ursachen für den Klimawandel und deswegen vertrete ich ein bisschen die Meinung, dass wir langfristig den Kapitalismus abschaffen müssen, wenn wir sustainably leben wollen. Man kann ja für beides Aktivist sein. Man muss sich meiner Meinung nach nicht entscheiden zwischen, die beiden Ideologien sind ja kompatibel. Man kann jetzt, finde ich, nicht argumentieren, dass die Sowjetunion umwelttechnisch besser agiert hat wie Amerika zu der Zeit, sure, wenn man sich das anguckt. Ich halte auch nichts vom System. Also ich weiß nicht, ob das rübergekommen ist, ich halte das marxistisch-leninistische Programm für falsch. Meiner Meinung nach ist das Problem der Zentralisierung, weil bei einer Zentralisierung können Probleme schön weit weg von meinem Zentrum sein, wo ich sitze. In dem Moment, wo ich eine Dezentralisierung habe, muss ich mich um meine direkte Umgebung kümmern, weil ich habe nichts anderes. Ich glaube nicht, dass ich zustimme. For the sake of Aufnahme, wenn noch konkrete Fragen sind, würde ich kurz konkrete Fragen beschäftigen und sonst bin ich gleich gerne bereit, dass wir in die Diskussion gehen. Rolf. Es gibt ja von den Kapitalismusverfechtern ja immer das Argument, der Kapitalismus ist deswegen so erfolgreich, weil er viel agiler ist als irgendeine geplante Wirtschaft. Mhm. Ja. Was quasi das ist, laut Argumentation der Kapitalisten, was halt gerade am meisten gebraucht wird. Ja. In den meisten der kommunistischen Systeme, die du aufgezählt hast, laufen wir das selbe Problem rein. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das mit diesem Gesellschaftsmarkt, ja, ob sich das sinnvollerweise darin abbildet, dass du irgendwie sagst, okay, wir produzieren dann wirklich das, was wir brauchen, weil, ja. Ja, also die
Ich glaube, die das in der Aufnahme angekommen. Meine Antwort darauf ist, A, ich bin mir nicht furchtbar sicher, aber ich verstehe, dass das schwer zu verkaufen ist. Also ich verstehe, dass es schwer zu verkaufen ist, zu sagen, wir machen mal das Experiment, wir machen mal zentrale Planwirtschaft weltweit. Ich verstehe, dass das schwer zu verkaufen ist und ich verstehe, dass wenn ich sowas sage, wenn Leute sowas sagen, dass sie dann belächelt werden. Das ist einer der Gründe, aus denen ich persönlich gerade mich so an diesen Marktsozialismus aufhänge. Ich halte den Marktsozialismus nicht für das beste System, aber ich halte es für ein System, was man verkaufen kann. Weil das, was laut den Neoliberalen und den Liberalen den Markt, den Kapitalismus effizient macht, ist der Markt. Und das ist nicht, wem die Dinge gehören. Das einzig inhaltliche Argument, was ich sehen könnte für den Kapitalismus, ist crude Notion of Fairness, wenn ich behaupte, ich hätte mir mein Vermögen selbst erarbeitet oder wenn ich meine Firma gegründet habe, dann sollte ich auch die Herrschungsgewalt darüber haben. Sekunde, gerade war ich. Reiche sind halt einfach besser. Und das ist, for what it's worth, das ist literally das Argument, was ich von Liberalen bekommen habe auf mein, ich finde, Marktsozialismus war. Aber dann werden die Leute, wird der CEO demokratisch bestimmt und nicht durch, wer am meisten Geld hat. Und das ist doch ineffizient, weil wer am meisten Geld hat, kann doch auch am besten Business. Und dann ging das Gespräch, weiß nicht, das war ein nettes Gespräch, aber deswegen ist so, für mich ist, deswegen sage ich, ja, der Marktsozialismus ist für mich ein Kompromiss, weil du im Wesentlichen all die Argumente zu, der Markt ist ja so furchtbar effizient, die unsichtbare Hand des Marktes und bla bla bla, ja, wenn du da wirklich dran glaubst, dann übernehmen wir sie. Was, to be fair, das Genossenschaftsmodell nicht abdeckt, die Frage, wenn du eine Firma gründest, wo kommt das Kapital her für die Firmengründung? Derzeit ist das attraktiv für Kapitalisten, für Leute mit Kapital, zu sagen, wir gründen eine Firma, wir geben dir Kapital im Gegenzug für Equity und dann können wir in 10 Jahren, wenn deine Firma erfolgreich ist, sie dir entweder verkaufen oder in einem öffentlichen Dings und dann die Aktien vertraden, das ist halt attraktiv für Geldgeber. Also in der Theorie, oder das ist der Claim, und das würde hier nicht passieren. Hier kannst du halt eine Firma nur gründen, wenn du das Kapital hast oder wenn dir jemand einen Kredit gibt. Du kannst Kredite aufnehmen, um Firmen zu gründen, aber du kannst es so. Aber du kannst halt nicht Equity anbieten. Die Kritik von meinem werten Arbeitskollegen, der Mensch mit dem, aber die Reichen sind doch kompetenter, for this worth, ich gebe ihn auch nicht unbedingt originalgetreu und sinnvoll wieder. Seine Kritik war, dass es verhindert, dass Firmen, die zu risikobehaftet sind, um von Bankkrediten bedient werden. Und ich weiß nicht, ob ich das dem zustimme oder nicht, aber ich finde, es ist eine, darüber kann man reden. Anyway. In dem Zusammenhang, wieso soll es das verhindern? Weil wenn dasselbe Vermögen, was vorher eine reiche Person investieren kann, jetzt über 50 Leute, die sich entscheiden, wir gründen eine neue Firma, weil da glauben, dort mehr verdienen, wenn die läuft, das funktioniert ja immer noch mit dem Genossenschaftsmodell. Die müssen nur noch glauben, dass sie mit der neuen Firma ein höheres Gehalt kriegen. Insgesamt alle. Dann hast du das Kapital. Das ist ja dann quasi Teil. Halt, haben wir eine Bewegung? Ist mein Bewegung erlebt, dass eine riskante Entscheidung getroffen hat? Durchaus, ja. Kommt selten. Ja, der entscheidende Punkt bei so einem Thema ist, du musst nicht auf die gemeinsamen Rücksicht nehmen. Die sind halt nicht in der Genossenschaft und fertig. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das noch eine super relevante Frage ist in der heutigen Ökonomie, weil viele Unternehmen
die wir heutzutage gründen, gar nicht so furchtbar viel Kapital brauchen. Aber vielleicht muss man da Wege finden. Ich glaube ja auch, also eine Sache, die ich betonen will, ist, was ich nicht propagiere und woran ich nicht glaube, ich bin, wie ich sage, lupenreiner Demokrat. Ich glaube nicht an die Revolution. Ich glaube, Revolution ist schadet im Allgemeinen eher den Unterdrückten, als wirklich massiv Dinge zu verbessern und die Opfer der Destabilisierung, die eine Revolution hervorruft, sind halt da. Und ich bin Reformer, ich bin in der Hinsicht reaktionär. Und das heißt, wofür ich propagiere, ist eher das als Ziel zu nehmen und darauf hinzuwirken, indem man mal anfängt, Genossenschaften zu gründen. Und dann wird sich ja zeigen, ob das funktioniert als Modell. Und dann wird sich zum Beispiel zeigen, ob Genossenschafter mehr Geld verdienen oder nicht. Meine Hypothese wäre ja, weil du auf einmal nicht mehr die N% an den Kapitalisten abdrücken musst. Gleichzeitig sehe ich schon auch, dass sowas zu gründen schwieriger ist. Aber es passiert. Es gibt mehr und mehr Firmen, die Arbeiter-owned Collectives sind oder die Genossenschaften sind. Und die Hoffnung ist, gerade schwebt so ein seichter, mal wieder so ein seichter, ein Gespenst geht um, dass mit der Covid-Pandemie der Bedarf und dass die Hoffnung ist, dass die Radikalisierung und die Massenentlastung in Tech ein bisschen mal Leute radikalisieren und mal dafür sorgen, dass wir vielleicht mehr so Dinge auch mal probieren. Aber who knows, keine Ahnung, sieht man dann. Gut, dann schließe ich jetzt erstmal die Fragerunde und die Aufnahme und dann können wir danach weiter diskutieren oder nicht.